Herzlich willkommen, liebe Kollegen, zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel des Halleschen FC gegen den MSV Duisburg. Freitagabend, 19 Uhr. Wir freuen uns, so viele alte Bekannte, vor allen Dingen aber, dass Trainer Sreto Ristić hier sitzt und auf eure Fragen. Thorsten Rössler wird den Anfang machen, wie gewohnt. Und los geht's. Mit schwacher Batterie im Mikrofon. Wenn es nicht zu hören ist, an mir liegt es nicht. Ja, ich habe wie alle Fans ja regelmäßig auf die Tabelle geguckt und sehe so, da sind nur zwei Plätze dazwischen, zwischen dem HFC und Duisburg. Zwei Plätze, aber 8 Punkte. Was sagt das aus über diese Gemengelage im Moment so unten in dieser Zone und auch speziell im Verhältnis, vielleicht so im Kräfteverhältnis zwischen dem HFC und dem MSV Duisburg? Ja, dass die vor uns stehen, sagt es erstmal aus, und dass die in der Vergangenheit deutlich besser performt haben und wie wir. Aber da gibt es ja noch einige Vereine, die vor uns stehen. Wir verfolgen weiterhin unser Ziel, und das ist ja über den Strich zu sein, da sind wir aktuell, aber da sind noch eine Menge Spiele zu spielen, und dabei bleiben wir jetzt einfach. Nur das nächste Spiel, und das ist jetzt eben Freitagabend hier gegen Duisburg. Ist Halle nah dran am MSV oder ist da schon noch viel Luft dazwischen? Ja, das sind nochmal 8 Punkte, das ist nochmal so, aber wir spielen hier zu Hause, und wenn wir gewinnen, werden wir es auf jeden Fall verkürzen. Das ist einfach Mathematik, und das Ziel ist einfach, ja, auf uns zu schauen und zu punkten wie in der Vergangenheit. Man hat ja gesehen, wir haben jetzt ein paar Punkte eingefahren, aber das war auch bitter nötig. Wir haben jetzt ein paar Schritte nach vorne gemacht, aber wie gesagt, das ist noch eine Menge zu spielen, und wir müssen bei uns bleiben. Geht es jetzt in den letzten Spieltagen tatsächlich wirklich nur noch um Punkte sammeln, nicht mehr irgendwie spielerische Entwicklung oder was ein Trainer eigentlich also gern so schon berufswegen voranbringt, oder ist es jetzt rein weg dieses, wir müssen Punkte sammeln, egal wie? Nein. Das ist mit Sicherheit nicht so. Sie werden, sie müssen einen Spielplan auf den Platz bringen, anders werden sie nicht gewinnen. Das geht einfach nicht. Über 90 Minuten werden sie kein Glück haben. Das ist einfach ausgeschlossen. Wir haben jetzt in Elversberg über 80 Minuten richtig gut performt, und hinten raus hatten wir das Glück, weil wir es vorher verdient haben. Das muss man so sehen. Aber jetzt einfach nur zu sagen, wir müssen irgendwie gewinnen, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen einen klaren Plan. Was machen wir gegen den Ball? Was machen wir mit dem Ball? Wie können wir das bewältigen über 90 Minuten, und darum geht es ja. Wenn ich die Vorlage schon mal kriege, dann nehme ich sie auch an, Spielplan. Wie viel könnt ihr denn verraten von diesem Spielplan, wie der so aussieht gegen so eine Mannschaft, die gerade auswärts Stärken hat? Ja, das ist mit Sicherheit eine Mannschaft, die richtig gut gegen den Ball arbeitet, zuletzt aus seiner Raute heraus. Das müssen die auch, Mitte ist überwiegend zu, und sehr viele erfahrene Spieler, auch gute, junge, talentierte Spieler, die wirklich Qualität haben, und das ist eine vernünftige Mischung. Aber trotzdem, wir müssen auf uns schauen, das werden wir auch. Wir werden jetzt sehen, wie die Trainingseinheit ausfällt. Gestern haben wir erst mal wieder trainiert, weil wir wirklich am Sonntag gespielt haben. Da hat Duisburg auch noch mal einen Tag länger gehabt wie wir, und jetzt wieder am Freitagabend. Reisestrapazen sind dabei, einige verletzte Spieler, jetzt muss man mal sehen, was wir auf den Platz bringen können und unseren Matchplan auch durchzusetzen. Was gibt es denn so beim Personal aktuell? Stehen notgedrungen Veränderungen an? Ja, wir haben schon ein paar verletzte Spieler. Die Niedfeld macht Fortschritte, aber fällt aus. Erich Berko ist nicht dabei. Das ist nun mal so. Sonst haben wir kleine Wehwehchen gehabt mit Redemann und auch Zimmerschied, aber ich hoffe, dass die eben spielen können. Simon Fünger ist wieder auf dem Platz gewesen, das ist auch gut, aber ein bisschen was werden wir anpassen müssen. Sie hatten ja eigentlich noch nie die Gelegenheit, so langsam sich so ein Stammpersonal rauskristallisieren zu lassen, weil wir jetzt in so einer Saisonphase sind, wo es eben auch viel fünfte gelbe Karten gibt und eben diese Verletzungen nach der Belastung jetzt so im Laufe der Saison. Es war lange beim HFC, dass eben von der Bank da jetzt nicht so viel kam, wie sich das alle Beteiligten so wünschen. Wie schätzen Sie das im Moment ein, wenn Sie so angucken, so der Kader, die Kadergröße, sind Sie da auch speziell zufrieden mit dem, was so von den Wechselspielern so kommt? Ja, ich bin grundsätzlich zufrieden mit der Bereitschaft der Jungs, die von außen reinkommen. Überwiegend machen sie uns besser. Ich erinnere an Timo Geiret, der reingekommen ist und Siegestor geschossen hat, Aaron Herzog und, der kleine Haller, der jetzt auch immer wieder das bestätigt. Also wir versuchen natürlich im Rahmen dessen, was wir haben,
das 1:1 immer zu ersetzen oder womöglich noch besser zu machen. Aber wir hatten jetzt 4 Auswärtsspiele, 2 Heimspiele. Wir haben wirklich einen Terminkalender. Das ist immer freitags, montags plus englische Wochen. Wir sind wirklich nur am Spielen. Und Sie sagten es auch, einige gelb gesperrten Spieler. Und bis jetzt haben wir das richtig gut kompensieren können. Also damit ist Ihre Frage beantwortet. Wir haben gute Jungs, die sind bereit und die haben es in der Vergangenheit gezeigt. Ja, dann meine letzte Frage, wie sehr mögen Sie persönlich so diese Freitagabend-Ansetzung und auch so die Jungs, was sagen die? Also ich glaube jetzt immer nicht, wie so, ach, uns ist das eigentlich ganz egal, wir spielen so, wie es kommt. Es ist ja schon was anderes, ne, so unter Flutlicht. Nee, ich mag das auch zu Hause, vor allem Freitagabend. Aber wenn ich gegen Oldenburg Montagabend spiele und 5 Stunden im Bus sitze und dann am Freitag spiele und der Gegner hat aber schon am Samstag gespielt, dann finde ich es weniger angenehm, das muss ich ganz klar sagen, dass es ja einfach auch körperlich Nachteil ist. Aber grundsätzlich finde ich es unter Flutlicht von unseren Fans hier zu Hause, finde ich es sehr gute Atmosphäre, gute Stimmung, also richtig Fußballfeeling. Schönen Dank.